Geld für Slawenburg. Die Slawenburg Radusch bekommt knapp 900.000 Euro an Fördermitteln. Das Geld stammt aus einem Bundesförderprogramm für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland. Dadurch kann nun die Dauerausstellung neu und umgestaltet werden. So soll durch die Mittel etwa der Kauf von Spezialvitrinen finanziert werden. Auch die Umgestaltung des Innenhofs der Burg ist geplant. 12.000 Jahre Siedlungsgeschichte werden in ihr dokumentiert. Blecherne Statisten. Das Staatstheater Cottbus ist zurzeit auf der Suche nach Blechblasinstrumenten wie etwa Posaunen, Hörnern und Tubas. Diese müssen nicht einmal funktionieren, sondern sollen einfach nur gut aussehen. Sie sind als Requisite für das neue Schauspiel Brassed Off mit Pauken und Trompeten gedacht. Wer ein entsprechendes Instrument abzugeben hat, bekommt zum Dank eine Karte für die Aufführung. Die Instrumente können in der Lausitzer Straße 33 abgegeben werden. Standortkonferenz Lausitz. Die Gewerkschaft IGBCE tagte heute in Cottbus. Dabei ging es um die Zukunft der Region. Zu Gast waren dabei Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und sein Amtskollege aus Sachsen Michael Kretschmer. Sie haben dabei ihre Forderungen an die Bundesregierung erneuert, darunter etwa eine schnellere Bahnanbindung an Berlin, einen flächendeckenden Netzausbau und die Ansiedlung von zukunftsfähigen Institutionen. Als Beispiel nannte Woidke etwa das Fraunhofer Institut für Speicherenergie.